Ausnahmsweise mache ich mal als Koch ein Getränk diesmal. Und zwar gibt es Schokolade mit Orange, Lakritz und Ristretto. Zum Herstellen für Schokoladengranité, welches wir für das Getränk benötigen, kochen wir Wasser mit Zucker und etwas Dextrose einmal auf. So, in die heiße Flüssigkeit geben wir nach und nach die Schokolade und emulgieren sie ganz langsam. Die Wasser-Zucker-Schokoladenmischung geben wir in ein flaches Gefäß und stellen dieses zum Durchfrieren. Das fertige, gefrorene Schokoladengranité haben wir mit Hilfe eines Löffels oder einer Gabel einfach runtergeschabt und dann entsteht dabei so ein schönes Schokoladenpulver. Für das Getränk von Schokolade, Orange, Lakritz und Kaffee Ristretto habe ich extra den Ristretto ausgewählt, wegen seiner Gegensätzlichkeit von Robusta und Arabica. Das gleiche finden wir nachher auch später im Glas wieder und zum Trinken. Und ja, die Gegensätze von den kräftigen Röstnoten und den fruchtigen Noten der Kaffeesorten harmoniert das Ganze sehr gut mit den kräftigen und auch harmonischen fruchtigen Noten, die sich gleich im Glas befinden. Dann kommt der Schokoladengranité oben drauf. Dies bestreuen wir mit etwas Lakritz-Bonbon, den wir zerbröselt haben. Noch etwas Orangenzeste oben drauf. Und direkt am Gast anschließend den Kaffee Ristretto oben drauf gießen.